Was kaum jemand weiß, der gleiche Schwindel, den wir in den letzten Minuten in diesem Video über Mujib Latif aufgedeckt haben, steht auch in der deutschen kleinen blauen Bibel des Klimawandels, nämlich in dem Buch Der Klimawandel von Stefan Rahmstorf und Hans-Joachim Schellenhuber, welches seit dem Jahr 2006 in der mittlerweile 7. Auflage im März 2012 mit dem gleichen Schwindel erschienen ist. Jeder braucht sich dazu nur die Seiten 31, 49 und 37 anzuschauen und den ganz normalen Menschenverstand einsetzen. Auf Seite 31 wird schön von Rahmstorf und Schellenhuber der Treibhauseffekt mit den drei bekannten Werten minus 18, plus 33 und einem absoluten Temperaturwert von 15 Grad Celsius erklärt. Auf Seite 49 wird eine gefährliche globale Erwärmung mit den Absolutwerten zwischen 15 Grad und 20 Grad erklärt. Sie erinnern sich, genauso hatte auch Mujib Latif die Gefährlichkeit der globalen Erwärmung erklärt. Mit dieser Logik erklärt ja bekanntlich die offizielle Klimafolgenforschung seit nunmehr 30 Jahren die Gefährlichkeit der globalen Erwärmung. 15 Grad Celsius. Jetzt ist die Erde perfekt. Blättert man dann aber zufällig zurück auf die Seite 37 von Der Klimawandel, fällt auf, dass ja in dieser Grafik, die dort zu sehen ist, seit 150 Jahren eine absolute Globaltemperatur von nur 14,5 Grad Celsius ausgewiesen wird. Und somit seit 150 Jahren der Wert aus dem Treibhauseffekt, den Schellenhuber und Rahmstorf ja auf Seite 31 ausgewiesen hatten, seit 150 Jahren überhaupt nicht überschritten ist. Und die Krönung des Ganzen? Hans-Joachim Schellenhuber teilte auf der Bundespressekonferenz im November 2009 vor der damaligen Klimakonferenz in Kopenhagen einem fragenden Journalisten den folgenden Wert mit. Bitte. Dieses globale Mittel, auf das sich das jetzt eingependelt hat in den letzten 10 Jahren, wie viel Grad ist das? Naja, also so ganz grob sind es 15,3 Grad Celsius in diesem Fall. Plus, also eine Steigung um? Nein, wir haben seit 1900 eine Erwärmung von ungefähr 0,8 Grad Celsius. Das sind ungefähr 20% Differenz zwischen einer Eiszeit und einer Warmzeit in diesem Fall. Wir haben zu lange weggeguckt und jetzt fliegt uns das um die Ohren. So, und was meldete die WMO, die Weltwetterorganisation in Genf, am 18. Januar 2017? Der ZDF-Wetterfrosch Benjamin Stöwe zeigt es Ihnen mit riesigen großen Lettern. Nicht zu übersehen. Zurück aufs Jahr 2016, denn seit gestern ist es offiziell. Die Jahresdurchschnittstemperatur für 2016, die lag bei 14,8 Grad. Und es ist damit das wärmste Jahr seit Ende des 19. Jahrhunderts weltweit die Temperaturen gemessen werden. 15 Grad Celsius. Jetzt ist die Erde perfekt. Der Deutsche Hochschulverband hat den Vorschlag unterbreitet, in das Strafgesetzbuch einen Straftatbestand einzuführen, der Wissenschaftsbetrug heißt.